13. bis 28. April 2019 lädt das Ozeaneum zum Osterferienspaß mit Erlebnisführungen, Schaufütterungen und Museumsmaskottchen Walfred ein. Beim Familienquiz am Ostersonntag sollen vor verschiedenen Aquarien die Seehasen im Ozeaneum gesucht werden. Wer genau hinschaut und den kostenlosen Quizbogen vollständig ausfüllt, erhält eine kleine Belohnung. Außerdem findet am 25. April, dem Weltpinguintag, ein besonderer Aktionstag im Ozeaneum statt. Museumswissenschaftler stellen ihr aktuelles Forschungsprojekt über das Hörvermögen von Pinguinen vor. Noch bis zum 28. April kann die Ausstellung »Das älteste Gold der Welt« im Kulturhistorischen Museum Rostock bewundert werden. Die Ausstellung zeigt eine spektakuläre Auswahl von Grabfunden aus Gold, Kupfer und Ton und führt damit an den Beginn der menschlichen Zivilisation. Mehr als 3000 Goldobjekte und andere Grabbeigaben aus dem prähistorischen Varna wurden während einer archäologischen Grabung in den 1970er Jahren entdeckt. Die goldenen Grabbeigaben aus der Mitte des 5. Jahrtausends vor Christus gehören zu den ältesten bekannten Schmuckstücken der Welt.